Hallo und herzlich willkommen zurück bei... Ich hätte es wissen müssen. Eigentlich hätte ich es wissen müssen. So, wo sind... Oh, hier lang und dann hoch und dann weiter. Der Weg sieht schon mal ganz gut aus. Cool. Das ist die Stadt Reliance. Oder sie war es. Heimat unserer besten Waffenschmiede. Nice. Außerdem wichtig für unsere Holzproduktion. Wenigstens muss mein Vater nicht mehr erleben, wie alles in die Hände dieser Banditen fällt. Ah, erstmal ein Grog. Den Grog wegkippen. Oh, guck mal, die Grog-Kinder da hinten, das ist ja süß. Hm? Die Grog-Kinder. Oh. Ja, total niedlich. Oh, die Grog. Oh, süß. Und tot. Sie werden nicht mehr groß. Sie werden nicht mehr groß. La 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 la. Oh, das sind ja Gegner. Ja, ja, da waren die. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich. Du findest das Jagdhaus auf dem Gipfel. Wir wehren diese Teufel so gut es geht ab, aber ich schlage vor, du beeilst dich. Zeig der Gipfel. Ist da noch einer? Nur ein kleiner. Achso. Spaßkarawane, wir fahren umher. Ach, wir müssen aussteigen. Ich krieg das hin. Jetzt hast du mich runtergeschubst. Danke, Tobi. Super. Oh, hey, kein Ding. Boah, ich hasse ihn. Ich auch. Kommt schon, ihr Arschloch, Tobi. Ich teleportiere mich dahin dann. Kann man sich zu Tobi teleportieren? Nee, ne? Schnell rein. Nee. Wir sind wieder ganz Warum kann ich mich nicht teleportieren? Geht das nicht? Wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade da. Ich muss da unten ernten. Scheiße. Der Zyklon ist aber auch unten. Töt erstmal ein paar Monsterchens. Okay, dahin kann man sich nicht teleportieren. Okay, wo müssen wir denn hin? Ja, da oben hin und dann absteigen und rüberlaufen. Wo ist denn hier die nächste Garage? Warte mal. Ach, das ist ein Pet. Okay, wir müssen einmal geradeaus laufen und dann nach links. Ich hätte den Zyklon nehmen können. Hast du den... Naja. Never mind. Hey, Tobi. Und bei dir so? Du. Gut, gut. Bin echt da. Tobi läuft uns entgegen, das ist nett. Hat schon durchgespielt. Oh, der Planet oben sieht aber geil aus. Man muss aber dazu sagen, dass ich Erik runtergeschubst hat und Erik hat dann Funk mit runtergezogen. Also das möchte ich ja nur mal kurz erwähnen. Moment. Boah, wie du hier die Schuld weiterschiebst, weißt du? Nee. Das ist aber ganz mau. Nee, du hast mich runtergeschoben und ich konnte mich nicht wehren und hab dabei aus Versehen Funk auch mit runtergezogen. Aus Versehen. Das heißt im Endeffekt hast du ihn runtergezogen. Aha. Nee. Ja, aber schon, so schon. Oh, Platz da. Hä? Wie cool. Schieb mich mal wieder an. Ah. Hüpf. Ja! Nice. Juhu, endlich. Weiter geht's. Oh, Gegner sofort. Du machst einfach immer weiter, Kammerdieb, was? Schon mal darüber nachgedacht, einfach zu sterben? War die richtige Entscheidung für deine Sirenenfreundin. Ich habe jedenfalls keine Beschwerden gehört. Ist doch tot. Ich weiß nicht. Gut, dass du hier bist. Ich weiß nicht, wie lange wir diese KDK-Fanatiker noch hätten aufhalten können. Was denn? Hier gibt's Arschloch. Ja, hier sind irgendwo Gegner. Ah, da, wunderbar. Jetzt gibt's Hiebe für Gallner und Diebe. Nicht aus. Kämpfen wir. Diese Gauner und Halunken. Ach, huch. Ja, hallo. Jakobs. That Jacobs, geil. Ach, der von Jakobs Krönung. Kammerjäger, du hast mein verdammtes Leben gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Reden wir.
Das ist die richtige Einstellung. Ich bin Wainwright Jacobs, aber ich fürchte, mehr als meinen Namen habe ich nicht mehr. Diese Teufel haben mir alles andere genommen. Naja, komm rein. Nimm dir ein Erik ist schon drin. Ich habe aus der Privatsammlung meines Vaters genommen, was ich konnte. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Diese Kalypso-Teufelszwillinge haben ihn ermordet und mir alles genommen. Wenn du nicht vorbeigekommen wärst, wäre ich wohl auch schon erledigt. Ich konnte fliehen, aber sie haben meinen Partner, Alistair Hammerlock, erwischt. Diese Teufel nutzen ihn als Faustpfand, bis ich den Kammerschlüssel rausrücke. Und genau darum bist du auch hier, oder? Ganz genau. Diese Kammer war über Generationen ein Familiengeheimnis. Wir wollten nicht, dass unser Paradies zerlegt wird wie Promethea und Pandora. Wo eine Kammer ist, da ist ein Krieg. Aber im Moment habe ich größere Sorgen als mein Familienvermächtnis. Alistair Hammerlock, die Liebe meines Lebens. Wenn sie ihn töten, habe ich nichts mehr. Wenn mein Vater noch atmen würde, würde er mir raten, zu diesen Teufeln zu gehen mit einer Jacobs-Waffe als Verhandlungsführer. Und genau das werden wir tun. Der Kult hält Alistair in einem Gefängnis gefangen, das sie den Amboss nennen. Ich habe schon ein Söldnerteam losgeschickt, um ihn rauszuholen, dann aber nichts mehr von ihnen gehört. Rette Alistair, dann besorg ich dir den verdammten Kammerschlüssel. Okay? Okay, bin dabei. Lässt sich machen. Sehr gut. Das Muskelpaket des Teams, Codename Meat Slab, sollte in diesem Moment den Fluchtweg sichern. Er wird beim vorderen Gefängnistor sein. Finde ihn und hol Alistair lebend dort raus. Ich halte die Stellung und beschütze, was von meinen Leuten übrig ist. Viel Glück. Meat Slab. Ah ja. Weißt du, wer es ist, Erik? Also, ich mache mir weniger Sorgen, dass Meat Slab ins Gras beißt. Der Mann ist wie ein Berg. Und viel wütender. Aber seine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht groß, gerade wenn es gilt, Schläge auszuteilen. Na, weißt du, wer es ist? Ich glaube nicht. Ich muss wieder da raus. Aus dem zweiten Teil, der ist doch da auch. Ich fängt mit B an, hört mit Rick auf. B-Rick. Ja, fast richtig. Bin gespannt. Ah, du wirst ihn kennen. Vielleicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Warte, warte. Habt ihr schon verkauft? Ja, ja. Ja. Einfach rangehen, X drücken. Du kannst ja markieren. Als Schrott. Ja, ich soll das zwischendurch machen in Sequenzen und so eigentlich, wa? Mhm. Zum Beispiel. Oh, die warte ich nochmal. Hm? Ja, moin. Was ist eigentlich mit dem Stuhl hier oben los? Was für ein Stuhl? Welcher Stuhl? Wo denn, Tobi? Das ist halt, wenn du einen großen Rücken hast. Ach so. Ist eigentlich cool, oder? Ja. Ja. Komm, nicht rauf. Ich möchte gern, dass da eine Giraffe sitzt mit einer Tasse Tee und einem Zylinder auf. Oh, das wäre so... Ja, Mann, Giraffe, mega gut. Ne? Aber mit ganz kurzen Beinchen. Und die sind überschlagen, aber nicht so richtig, weil die zu kurz sind. Ja. So, ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Jo! Moin! Let's go! Tschüss! Hey, yo, wie gefällt dir das Paradies? Ich dachte, die Heimat der Jacobs Corporation wäre weniger... Tja, wie soll ich sagen? Dreckslöchrig? Gefährlicher Ort, dieses Eden 6. Erinnert mich an zu Hause. Dieses Marleywon-Sponsoring war ein Reinfall, aber wir halten uns an Katagawas Mordtagebuch. Dieses Mal bin ich also bamfartig zum Abendessen reingeplatzt und hab den Boss von Jacobs ausgesaugt. Bumm, erledigt. Hab stattdessen eine loyale Marionette installiert und die ist eine Nummer für sich. Eine echte Eiskönigin. Sie kümmert sich ums Geschäft und sorgt bei den Einheimischen für Ordnung. Noch ein reiches Miststück an der Spitze. Wie schön. Komm zu mir, wenn du in Fahrt kommen willst. Bauen wir gerade noch ein Auto hier. Ja, sicher. Nö, fertig. Machst du Großes? Wo bist du? Hä? Ich hab's doch gespawnt. Wo bist du? Was? Spawn! Ja? Auf die Tür! Oh, schön, klappt.
Wow, wow. Dieses Ding ist mit Klingen ausgestattet. Ah, schade. Ich dachte, ich erwische das noch. Seid ihr runtergefallen? Nee, da oben ist ein Auto noch, das man mitnehmen kann. Ah, okay. Wenn man über die Rampe springt, das hätte ich gerne gehabt. Wo ist dein Haus? Frank, versuchst du zu holen? Nö. Weil du da oben bist irgendwo. Ja, wir müssen mal lang. Ach so. Ich hatte immer gehört, dass Eden 6 zum Paradies-System gehört. Nun, nach Promethea bin ich für eine Kammerjägersache hierher gekommen. Montgomery Jacobs hat mich persönlich eingestellt. Ich dachte, ein kleiner Tapetenwechsel würde mir ganz gut tun. Wer hätte nicht gern ein kleines Paradies? Am Ende habe ich Stadtluft gegen einen elenden Sumpf eingetauscht. Eden 6 ist hier, aber ganz sicher kein Paradies. Glaub nicht. Warte, vielleicht. Wenn ich die Map verlasse, werdet ihr vielleicht mit teleportiert. Achso, Mapwechsel. Obwohl, steigt mal aus eurem Karren. Ja, warte, kurz mal die Grocks wegmachen hier. Klar, bitte was. Die sind so süß! Die springen so süß! Ach, wir haben so lieb. Ja! So, ich steig mal aus. Ah, die Farbe passt noch nicht zu meinem Skin. Tobi auch draußen? Yep. Oh, warte, ich habe noch einen Tonband. Der Name okay. Jacobs, warte. Alles klar, ich warte. Warte. Ich weiß nicht. Vielleicht wäre es besser, wenn ich kein Jacobs wäre. Ich bin kein Anführer. Meine Ambitionen sind klein und ich kann mittags nicht mal einen Grog von der Terrasse jagen. Was bin ich für ein Mann? Ein guter. Ah, Jacobs ist ein Familienunternehmen, Alistair. Es wird durch Blut weitergegeben. Wenn ich es nicht übernehme, wird es irgendein entfernter Cousin übernehmen und das ganze Ding verpfuschen. Mein Vater will, dass es bei Jacobs um mehr geht als um Waffen. Es geht um Verlässlichkeit, um Anstand, um Ehre. Klingt für mich, als wärst du genau der Richtige, um den Namen zu tragen. Da bin ich nicht so sicher. Aber wenn du da bist, könnte das was werden. Du kannst voll und ganz auf mich zählen, Winnie. Oh. Und genau darum liebe ich dich so. Okay, nee, ich kann nicht teleportieren, weil ihr seid, glaube ich, einfach nicht in der Nähe. Okay. Tobi? So, dann komme ich euch entgegen. Ja. Wo ist denn dein Zyklon? Das, ich habe den geparkt hier. Jetzt sehe ich den auch. Gewollt natürlich. Wo komme ich euch am besten? Ihr links, genau, links jetzt da hochfahren. Und wieder zurück. Ja, Herr Kronk. Links hoch. Jetzt rechts hoch. Hier hoch? Ja. Ja, weiter. Über die Brücke. Also, Alter. Und jetzt nach rechts. Alles klar. Wieso? Ja, und nicht nur testen fangen. Ja, klar, gewesen. Beide, unabgesprochen. Mhm. Kenn ich. Der alte. Als Alter. Das war so cool als Optrick. Alles klar, gut. Kann hier nicht durch. Doch, geht doch. Jetzt geht's, ja. Der Amboss. Ja, du kannst jetzt klettern. Komm drüber hinweg. Get over it. Ich habe dich vermisst, Junge. Ja. Das ist also Le Knast. Das sieht ja schön aus. Schön hässlich. Warden of Eden. Das Team, das ich reingeschickt habe, antwortet immer noch nicht. Da muss was passiert sein. Mach das Tor auf, Kammerjäger. Jetzt mal wieder ein Typhon Lock. Badass! Alter. Frank, brauchst du Hilfe? Nö, okay. Der ist tot. Oh, super Waffe. Das letzte Mal hatte ich Aslan auf Skywell gesehen, wo er mich töten wollte. Ich hatte mir sein Schiff gekriegt, also war mir eigentlich nicht. Ich entschloss mich, dem alten Aslan einen Besuch abzustatten. Noch ein Badass. Genau da, Tobi. Puff da rum. War ich irgendwo ein Scharfschütze? Ich glaube oben, ne? Oh.
das? Warte mal, ja. Wir haben hier aber noch einen kleinen Weg. Oh Gott, nein. Oder geht's da weg? Warte, warte, warte. Nee, warte. Oh, hier ist so eine Iridium-Kiste. Ja, hau raus. Den Lachs. Warte, erstmal ein paar Iridium-Punkte. Mhm. Oh, dann ist eine blaue Waffe. Okay, hier müssen wir hin. Ich höre noch Schreie, Funk. Ist bei dir gerade was angesagt? Nö, nö, gar nicht. Ich habe hier einfach eine Kiste geöffnet. Also ich weiß nicht, ob bei euch Loot ist. Oder bei euch was dabei. Weiß ich gerade gar nicht. Hier war ich drinne. In dem Loch. Schießt doch irgendjemand, oder? Ja, ja, ich höre das auch. Ach, da hinten. Hinter dem Haus. Hinter dem Haus? Ja, hinter dem Tor. Da ist schon ordentlich Action. Ach so, ja, dann machen wir nochmal. Ja, geil. Ah! Break. Marcus Phoenix. Erkennt sie ihn jetzt? Ich weiß nicht mehr. Was? Oh ja, noch ein Kammerjäger. Dieser Job wird immer besser. Hebt mir ein paar erledigen dann irgendwie. Der ist abgeflogen. Der war bei dir auch? Ja, Mann. Der war einfach weg. Ja. Jetzt ist er tot. So. Oh, von einem Thema. Tut ihm für den Schrott! Hey, warum hast du es versucht? Oh, der Brick. In meinem langen Schlaf werde ich erwachen. In meinem langen Schlaf. Oh. Ernsthaft? Nein, jetzt ist er tot und ich kann nicht gegen ihn kämpfen. Geht das nicht besser? Ich habe ein Geschenk für euch. Oh, hi, Fanatiker. Ist er schon weg? Jo. Jo. Nice. Oh, was denn? Sag mal, chill. Brick, Mann, der sieht aus wie ein Gegner. Ja, ja, bei mir auch mal. Ich sehe teilweise echt aus wie Marcus Phoenix von Gears of War. Ich sehe teilweise auch gar nichts. Achtung, Achtung! Kammerdiebe sind hier! Tötet sie, während ich den Maschinenmann nach dem Kammerschlüssel frage! Bleib blutrünstig! Okay. Oh! Alles klar, Badass. Oh, nicht nur Badass, sondern auch ein paar Fanatiker noch. Von hinten. Komm mal. So, Badass tot. Vorsicht, Erik, mehr Türe. Ja. Hier oben alle weg. Alle weg. Boah, bei Franks Waffe fliegt die Gegner voll geil weg. Das ist ja auch eine Shotgun. Hammer, die. Oh, da ist noch ein. Okay. Hui! Und noch ein Badass. Dem bringe ich auch das Fliegen bei, ja geil. Und dahinter noch ein Badass. Wo siehst du den? Ach, da oben. Genau, der Kleine. Ciao. Meat Slap nehme ich an. Oh, Party. Wir sind auch immer Gegner, die Musik hört nicht auf. Einfach geile Mucke. Ja. Aber ihn. Achso, du musst mit ihm reden. Mit Brick. Ja, erstmal rumgucken, wa? Oh, habt ihr schon eingesammelt, Muni? Da gibt's noch einen Gang. Warte mal. Hier ist schon alles leer. Hier geht's irgendwo rein. Haben wir den hier? Haben wir den hier? Hier gibt's noch ein bisschen was.
Hier. Mhm. Da hinten sind noch ein paar Kisten. Oh, das war ein großer Dein. Okay. Nee, das war ein kleiner Schmuggel. Sorry. Gewesen. Los, her damit. Oh. Ja, schön. Schön, ja. Schöne Bereiche. Gesundheit. Ups. Aus der Arena ein bisschen. Ja, ne? Aber fette Kiste. Fang und los. Okay, ich habe was Episches. Was bist du? Ruby's Wrath. Es gibt keinen Kommen. Okay. Nice. Mehr gibt's denn nicht? Das sah hier so Arena-mäßig aus. Mal, oh, hier ist noch hier oben. Hier oben ist noch was, aber da ist nur Pillepalle. Hier unten ist noch eine Kiste. Lila. Lilla. Lilla wie der Gorilla aus Manila. Hast du die Waffenkiste hier unten schon mitgenommen, Erik? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da. Gönn dir. Ah, was für ein Glück. Eine Kiste. Eine Kiste? Eine Kiste. Erik, eine Kiste. Oh. Grün, aber die für 1,5 kann ich ihn verkaufen. Schön. Gefällt dem Herrn wieder nicht. Warte, warte, ich check mal kurz was. Ungewöhnlich. 16. Oh nee. Hallo? Ah, meine Waffe. Was denn? Wenn die springt, warte, ich muss mal kurz schießen. Hörst du das, was die sagt, wenn die springt? Au, au. Oh, oh. Das kann ich brauchen. Oh, wie gut. Ach. So, weiter? Jo, ja, das war's ja hier. War schön. Da vergessen, was einzubauen, weil es sah so aus, als wenn da noch irgendwas eigentlich käme. Ne? Aber vielleicht kommt es noch. Vielleicht Quest später. Aslan ist durch die Kanalisation entkommen und ich habe den Bastard fast erwischt. In eine Sackgasse. Das Rohr mit dem großen Wasserfall. Endstation Aslan, sage ich. Weißt du, was dein Problem ist, die Leon? Ruft er zurück. Du bist so nett. Danke für den Schinken. Dann springt er in einen See voller Scheiße. Ich ließ ihn ziehen. Das Leben ist zu kurz für solchen Groll. Außerdem mag ich kein Wasser mit Scheiße drin. Wobei, für die Haut soll es ja gut sein. Brick, 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 brick. Da steht er immer noch. Gut, dass du hier bist. Es ist kompliziert. Ich habe auf das Signal unserer Sprengstoffexpertin gewartet, aber etwas lief schief. Waren wahrscheinlich Fanatiker oder KDK oder wie die jetzt heißen. Der Name ist egal, solange ich ihn zusetzen kann. Richtig zusetzen. Ich bring dich zu unserer Sprengmeisterin, die... Ach, wir sollen ja Codenamen verwenden. Krankhäschen braucht deine Hilfe. Mir nach! Kronkhäschen? Hey, Kronkhäschen. Hey. So nennen wir ihn immer privat. Dieser kleinen Schnubbelhasen. Vor der Aufnahme immer. Man nennt mich den Türsteher. Und Mietzle. Ich bin vielseitig. Hier lang! Wir haben den Moment. Super! Noch mehr
neue Boxsäcke. Scheiß Badass. Oh, Badass Psycho, Vorsicht. Was? Alter. Nice. Und noch ein Badass, ein großer. Ein Psycho. Was bringt? Aber die Gegner fliegen, das ist schön. Noch ein Badass. Badass und Furzer, Badass und Furzer. Alter, so viele Gegner, geil. Warum mag ich das? Ich sehe gar nichts mehr. Das war alles richtig. Bam. A Brick. Mein Gott, Brick. Wirklich aus dem Gegner. Come on, Badass. Tim, verprügeln, ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht. Hoffentlich geht es Hammer noch gut. Schön voll verprügelt, die Gegner. Ja, ne? Glaub ich sterbe? Deswegen bin ich gestorben. Mein Tier belebt mich wieder, alles gut, aber... Fang bitte, stirb. Nee, ich bin wieder da. Mein Kuschelmonster, was? Und vertrau mir, du willst Crunk-Häschen nicht warten lassen. Loot tut gut. Ein Hinterhalt! Machen wir sie zusammen fertig, Smith! Mehr Freunde von dir zum Töten! Oh, dieser große Schwachkopf sieht lecker aus! Oh nein! Mehr Wachen! Ja, das Fanatiker. Oh, was? Und noch ein Bett. Flieg, mein Baby. Noch ein Bett. Wasser. Hier noch so ein Down. Alle kippum bum down. Oh, wie dumm! Alter Schwede. Boah, die machen aber echt Damage, das ist krass. Die sterben auch so schön. Oh, was ist das? Verstümmler, was ist das denn? Verstümmler. Wie gut ist denn der? Tot. Oh, ja gut. Vorsicht, bevor es von oben. Bam. Oh, fuck. Schabam. Oh, hi, Erik. Jo. Geht aber wieder. Ja. Ah, keine Munition. Und noch einer, leck mich doch. Ah, jetzt. Vielen Dank auch. Hier drüben wartet Gesundheit. Oh, Alter, was ist das denn? Gesundheit. Nice. Nice. Lebt da immer noch einer? Yo, nee. Ja, ist immer tot. Ich hab den Sicherheitstrakt im Blick, aber die KDK sind unterwegs hierher. Halt durch, Vogelmann, ich helf dir! Iridium. Oh, hier liegt so viel Zeug rum, ne? Grüner Schrott. Viel geiler als so eine Kammer. Gut gekämpft. Normalerweise bin ich Soloschläger, aber das Duett war der Knaller. Ich muss unserem Scharfschützen helfen. Du gehst zu Crunk-Häschen. Duett? Wir waren Quartett.
schon okay. Ist Brink. Der muss es nicht wissen. Schuh. Sag mal nochmal kurz Muni. Ich sollte dich warnen. Krankhäschen ist ein verdammtes Wunderkind mit Sprengstoff, aber wie sag ich das? Verrückter als Eichhörnchen-Scheiße. Ja. Was ist an Eichhörnchen-Scheiße eigentlich verrückt? Das, ja. Ganz kurz, Folgenpause, bevor wir da reingehen? Oh ja, hast du recht, Tobi? Hast du recht. Cool. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.